Herzlich willkommen zur offiziellen Zertifikateübergabe der Peer-to-Peer-Beratung des Hochschulforums Digitalisierung. Ein schöner Moment. Wir reden heute sehr viel darüber, wie kann es in Hochschulen nach vorne gehen, wie können sie innovativer, digitaler werden, wie können sie sich der großen Herausforderung annehmen, die es in der Welt zu meistern gibt. Wir hatten vorhin schon kurz in einem Panel mit Ulrich Müller und mit Andrea Frank über zum Beispiel die Uni Eberswalde gesprochen, die besonders cool dasteht, sich gut positioniert hat, mit einer klaren Profilierung, wie Ulrich Müller sagen würde. Und da war unter anderem in diesem ganzen Prozess zumindest zu einem kleinen Teil auch eine Peer-to-Peer-Beratung mit daran beteiligt. Also ein sehr cooles Format, bei dem es darum geht, jetzt nicht andere Hochschulen zu auditieren, sondern sich auf Augenhöhe zu begegnen, gemeinsam nach vorne zu gehen, bewährte Konzepte, die an einem Ort sich bewährt haben, vielleicht an einen anderen Ort zu bringen, gemeinsam zu diskutieren, die Fragen, die es gibt, sozusagen auch in einem kleinen Safe Space mit nur ein paar Augen sozusagen. Das läuft schon sehr erfolgreich und deswegen sind wir hier schon in der sechsten Runde der Peer-to-Peer-Strategieberatung des HFD. In der aktuellen Runde haben 8 Hochschulen teilgenommen und 2 Fachbereiche des Maschinenbaus. Und die werden wir auch alle heute hier haben, kurz kennenlernen. Und das aber nicht mit mir, sondern mit einem Menschen, über den ich mich sehr freue, dass wir ihn hier haben. Er verleiht dem Ganzen nämlich die Würde, die es braucht. Der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Schön, dass Sie da sind. Bevor es losgeht, ich weiß, Sie wollen natürlich auch noch ein paar Worte sagen und wir haben anschließend ganze 10 Minuten Zeit, mit ihm zu diskutieren. Also wenn Ihnen besondere Fragen auf dem Herzen liegen oder natürlich auch dem Publikum im Chat, überlegen Sie sich gerne, dann bauen wir die hier auf der Bühne im Anschluss ein. Die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr wieder seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Sie hier in Berlin vor Ort an den vielen Partnerbühnen in Bochum, Heilbronn haben wir mit dabei, Nürnberg und Leipzig, aber auch im digitalen Raum generell begrüßen zu dürfen. Wir haben ein sehr unterschiedliches Publikum, also viele seitens der Hochschulen, Studierende, die mit dabei sind, aber auch Lehrende, Hochschulleitungen, Mitarbeitende. Wir haben Vertretungen aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft mit dabei, aus der Politik, wirklich eine sehr, sehr bunte Gruppe. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke letztendlich dieser Veranstaltung des University Future Festivals. Der größten Veranstaltung, die wir im Dachraum, im deutschsprachigen Raum ja in dieser Art überhaupt nur haben. Und ich finde es persönlich sehr beeindruckend, habe mir auch gerade diese Zahlen, Sie merken, ich bin so ein bisschen Zahlenmensch manchmal, auch mal angeschaut, wenn man sieht, dass da auf die offenen Calls etwa 600 Einreichungen kamen, 170 Stunden Programm, die hier organisiert werden, etwa 70 Volunteers, die da mitarbeiten und eine Quote tatsächlich auch bei den Aktiven, die dann mit auf der Bühne stehen, an Studierenden von deutlich nochmal über 10%. Auch hier hat man ja bei der diversen Gruppe nicht überall tatsächlich auch die Studierendenschaft so mit vertreten. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, die auch dieses University Future Festival mit sich bringt. Ja, jetzt bin ich seitens der Bundesregierung nicht hier, um Ihnen zu erklären, wie Digitalisierung an den Hochschulen funktioniert. Das, glaube ich, wäre weder meine Kernkompetenz im Vergleich zu den vielen Experten, Expertinnen, die hier sind, aber gleichermaßen doch so ein paar Botschaften, die ich loswerden möchte. Zum einen möchte ich dem Hochschulforum sehr herzlich gratulieren zum 10. Geburtstag. Das ist jetzt noch. Und zum 10. Geburtstag ist natürlich immer ein Grund zu feiern. Das klingt jetzt im Vergleich dazu, wenn man sich anschaut, wie alt manche Hochschulen ein paar Jahrhunderte sind, noch nicht so alt, aber da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit und vor allen Dingen eine Dynamik dahinter, gerade in dieser Peer-to-Peer-Beratung, insbesondere das auch mit einem sehr strategischen Ansatz und nicht aus einem zentralen Deck einfach nur dann die PowerPoint-Folien vorgelesen, irgendwelche Checkmarks ran, sondern wirklich auf Augenhöhe mit denen, die das woanders schon umgesetzt haben, Peer-to-Peer wirklich in die Beratung reinzugehen. Und wenn man sich anschaut, dezentral an den Hochschulen, die schon länger mit dabei sind, dass diesen Prozess auch durchgemacht haben, was sich da wirklich gerade in der Lehre, in der digitalen Lehre entwickelt hat, wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und ich bin besonders froh, dass natürlich auch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, beides ja Einrichtungen, die wir aus unserem Ministerium aktiv finanziell insbesondere dann auch fördern, mit dabei ist. Seitens der Stiftung ist der Fokus natürlich nicht auf rein digitale Lehre, sondern auf Innovation insgesamt und beides gehört ja wirklich eng zusammen. Und ich möchte Sie, das wäre mein erster Appell, vor allen Dingen ermutigen, im Rahmen des Festivals, aber auch darüber hinaus, diese Möglichkeiten zur Vernetzung miteinander wirklich zu nutzen.
weil ich glaube, wir diskutieren auch politisch ganz, ganz oft darüber, wie sich eigentlich die Lehre entwickelt. Ich war letzte Woche in Tirana, große Bologna-Konferenz, wo aus dem europäischen Hochschulraum nochmal die Regierungsvertreter mit zusammenkommen, Hochschulen, auch da Studierende mit an Bord und alle diskutieren, wie es eigentlich so weitergeht. Oftmals haben wir auch quantitative Zahlen immer wieder im Raum, wie sich Studierendenkohorten etc. entwickeln, was das alles bedeutet, große Hürden wie das Kapazitätsrecht und solche Themen immer wieder. Aber ich finde besonders spannend eigentlich gerade diese Frage, wie sieht denn die Hochschullehre der Zukunft aus? Was kann die uns denn über allein die Frage, wir machen mal das, was vorher analog stattfand, jetzt mal per Videokonferenz übertragen, das hinaus wirklich an völlig neuen Lehrformaten mit interaktiven Elementen, mit einer geschickten, pädagogisch-didaktisch geleiteten Verknüpfung analoger und digitaler Elemente miteinander aussehen. Das sind doch die spannenden Fragen und ja, innovative Dinge, die da entstehen. Und Innovation generell kann ja nur entstehen, wenn Leute mal wirklich querdenken, völlig neue Dinge ausprobieren, wo andere mal sagen, das hat ja noch nie funktioniert, haben wir noch nie gemacht, das einfach mal tun. Dann aber danach auch schauen, wirkt es denn? Bringt es was? Ist das besser als das, was wir vorher gemacht haben? Wenn ja, dann weitermachen. Wenn nicht, auch gut. Dann war es vielleicht mal ein Fehler, aber daraus kann man ja lernen und die anderen Dinge dann anderen weitererzählen. Und ich glaube, all das, das lebt ja davon, dass man wirklich miteinander in den Austausch kommt. Also meine erste Botschaft, nutzen Sie diese Möglichkeiten zur Vernetzung miteinander, anderen zu berichten und voneinander zu lernen. Die zweite Botschaft, die ich mitbringen möchte, jetzt im Rahmen dieses Impulses, ist vor allen Dingen, ich bin Ihnen ja dankbar, dass Sie auch die Future Skills wirklich jetzt als einen Strang in diesem Festival auch mit thematisch integriert haben. Ich glaube, dass wir auch bildungspolitisch viel zu oft immer noch, alle haben den Begriff der Kompetenzen im Hintergrund, im Hinterkopf, aber viel zu oft leider immer noch Lehre verstehen als etwas, wo einfach Wissen transferiert wird. Wo jemand vorne steht und einfach nur erzählt und die anderen dann Vorlesungen, ist ja auch mal so ein Begriff, der von vielen Jahrhunderten aus Zeiten kam, wo man Bücher nicht einfach digital kopieren konnte oder in Massendruckverfahren, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein Mensch, damals waren es ja leider nur Männer, also ein Professor beispielsweise vorne einfach vorgelesen hat, alle anderen mitschreiben. Da sind wir Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, es ist tatsächlich in der Lehre, im Bildungssystem generell und auch an den Hochschulen vieles, was gut funktioniert, aber insgesamt noch Luft nach oben, was tatsächlich den Fokus auf die Zukunftskompetenzen angeht. Ob es jetzt Kreativität ist, im Teams zu arbeiten, generell agiles Arbeiten natürlich, aber auch Problemlösungskompetenz, vieles, was dazugehört, Resilienz, Rückschläge verkraften und nochmal ganz neu sich aufzuraffen, Dinge neu zu entwickeln. Das sind Kompetenzen, die manchmal in der Lehre ein bisschen kurz kommen, die wir weiter ausbauen sollten. Und da sehe ich vor allen Dingen die starken Schnittmengen auch zu neuen Formaten von Hochschullehre, die man da dezidiert nutzen kann. Viele exzellente Best Practices, die es da heute schon gibt. Also vielen Dank, dass Sie das hier im Rahmen des Festivals so in den Fokus rücken. Mein Appell vor allen Dingen, da dran zu bleiben. Denn das ist wirklich die Dimension, die aus meiner Sicht in einem Land in Deutschland, wo wir nicht die großen Bodenschätze haben, eigentlich mit am entscheidendsten ist, ob wir künftig die besten Kräfte bei uns in Deutschland haben, auch in der akademischen Lehre und qualifizierte Kräfte, die all diese Ideen voranbringen oder ob da andere schneller sind als wir weltweit. Ja, und einen dritten Punkt, den ich mitbringen möchte, auch als nochmal Appell, weltweit habe ich gerade schon gesagt, ich finde es wunderbar, dass hier auch verschiedene Nationen vertreten sind, Referenten, Referentinnen aus anderen Nationen, weil voneinander lernen heißt natürlich auch jenseits der eigenen nationalen Grenzen zu schauen, was machen andere weltweit denn besser? Und da gibt es einige, von denen wir viel lernen können. Bologna-Konferenz letzte Woche habe ich schon angesprochen. Ich möchte vor allen Dingen den Appell loswerden, gerade bei diesen innovativen Formaten in der Hochschullehre, die entwickelt werden, die internationale Dimension auch immer mitzudenken. Ich bin sehr starker Verfechter davon, diese Woche mit dem DAD beispielsweise große Runde gehabt zu den europäischen Hochschulnetzwerken, transnational zusammenzuarbeiten, auch physische Mobilität, dass Studierende und Lehrende, generell Forschende auch an unseren Hochschulen, nicht immer nur in Deutschland bleiben, sondern auch im Ausland Erfahrung sammeln. Umgekehrt, wir sind ja inzwischen vor Australien auf Platz Nummer 3 als beliebtestes Zielland unter internationalen Studierenden, wirklich eine große Auszeichnung an der Stelle. Die physische Mobilität ist wichtig. Gleichermaßen haben wir meines Erachtens noch sehr viel Luft nach oben, was tatsächlich auch die Möglichkeiten der digitalen Lehre angeht, hybride Formate des Austauschs anzubieten und im digitalen Raum
auch übrigens mit afrikanischen Partnern, die oftmals in derselben Zeitzone unterwegs sind, wo man dann nicht mitten in der Nacht aufstehen muss für dasselbe Seminar. Da ist schon noch Luft nach oben. Also lassen Sie uns das auch gemeinsam mitdenken und internationale Mobilität dann ein Stück weit offener und moderner denken. Ja, vieles von dem, was ich gesagt habe, ich weiß gerade hier, das so ein bisschen zu den Überzeugten zu predigen. Ich kann eher von Ihnen lernen, was an Best Practices da ist. Aber da Sie wirklich jetzt nicht unbedingt repräsentativ sind für all das, was wir in Deutschland erleben, sondern eher die Leuchttürme, die ein Stück weit in die Fläche strahlen sollen, das war mir nochmal wichtig, diese Punkte unterzubringen. Und vor allen Dingen als Schlussappell, bleiben Sie dran, nutzen Sie diese Leuchtturmfunktion, die Sie haben, vernetzen Sie sich hier. Tanken Sie auch gerne Mut und Kreativität und Kraft, immer dann, wenn Sie auch vor Ort an Ihren Hochschulen möglicherweise gegen Widerstände laufen. Leute, die manche Prozesse dann doch vielleicht nicht ändern wollen oder vielen Bedenken. Sie sind hier wirklich, glaube ich, in einer Peer Group unterwegs, die da gemeinsames Mindset hat, das voranzubringen. Lassen Sie da nicht locker. Ja, und ich freue mich darauf, gleich die verschiedenen Hochschulen vor allen Dingen kennenzulernen, was da jetzt Neues kommt, und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt schon Fragen, die werden wir gleich mit einbauen. Ich habe schon mindestens 3 Fragen im Chat, aber wir nehmen natürlich auch Fragen hier aus dem Publikum. Also wer eine hat, möge die Hand heben, dann läuft das mein Kollege oder meine Kollegin mit dem Mikro schon mal los, um dann soweit zu sein, wenn wir hier durch sind. Jessica Winter fragt, Herr Brandenburg, Sie haben erwähnt, dass Sie sich zum Kapazitätsrecht ausgetauscht haben. Das ist ja ein ganz schön dickes Brett, das Thema. Haben Sie da neuen Input und gibt es da eine ernsthafte Dynamik, dass sich da tatsächlich etwas bewegt? Ja, in der Tat. Das war ja eines der Vorhaben im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode. Einer der Punkte, die ich auch selbst aktiv reinverhandelt habe, weil mir das so wichtig ist. Man hat in den letzten Jahren ja immer wieder gehört, auch wenn übrigens, wenn es um digitale Lehre geht, wir haben so ein Kapazitätsrecht, wo dann irgendwelche Kapazitäten von Lehrpersonen nochmal berechnet werden, per Dreisatz dann umgerechnet, wie viele Studierende kann man aufnehmen. Das ist eine Grundlogik, die kommt noch so aus einer Rechtsprechung auch 70er Jahre. Seitdem hat sich viel getan, Bologna-Prozess, Bachelor-Master natürlich, Digitalisierung, viel heterogener sind wir natürlich bei den Studierenden. Auch die Frage übrigens derjenigen, die jetzt nicht mit Anfang 20 mal 3 oder 5 Jahre am Stück an der Hochschule bleiben wollen, sondern vielleicht mit Mitte 40 nochmal in Größenordnung 6 ECTS einfach als Midlife-Learner gewissermaßen was lernen wollen. Das sind alles neue Herausforderungen. Da passt dieses System nicht immer so 100%. Wir haben es vorgenommen und haben genau das getan mit der Hochschulrektorenkonferenz, Ländervertretern, Lehrenden etc., viele Stakeholder zusammen, das mal anzuschauen. Und ich fand sehr deutlich, eigentlich überraschend deutlich, dass das klare Feedback war am Ende. Naja, es ist jetzt nicht die Grundfrage des Kapazitätsrechts, diese These steht ja häufig im Raum, die ganz große Hürde ist, sondern vor allen Dingen die Frage, was macht man damit? Und daraus wollen wir jetzt gemeinsam lernen. Auch innerhalb der HRK wird auch an entsprechenden Dingen momentan noch gearbeitet, nochmal genauer zu schauen, in welchen Bundesländern gibt es denn Möglichkeiten und Maßnahmen, heute schon damit umzugehen, um in der Praxis den Spielraum, die Sie für moderne, auch digitale Lehre brauchen, zu ermöglichen. Bandbreitenmodell ist ja nur eins von ganz vielen Maßnahmen, da gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, links und rechts davon, das bekannter zu machen und vor allen Dingen alle Akteure anzuhalten, diese Möglichkeiten auch sehr viel stärker zu nutzen. Also in dem Sinne, ich fand überraschend jetzt keine Grundsatzsystemkritik, die da bottom-up herausgekommen ist, dafür aber umso mehr eine Nachfrage, agiler damit zu agieren. Zum Stichwort Bologna gab es auch eine Frage, und zwar von Jens Hofmann. Sie bringen rüber, dass Ihnen das Thema der Digitalisierung und der Future Skills wichtig sind, wo Sie gerade bei der Bologna-Konferenz waren. Wie lassen sich die europäischen Kooperationsnetzwerke stärken? Das HFD hat schon mal von einem Bologna Digital gesprochen. Welche Chancen sehen Sie für eine europäische Dynamisierung der Digitalisierung? Also ich würde als ersten Punkt mal erwähnen, ich finde es wichtig, gerade in diesem europäischen Hochschulraum Bologna-Prozess einfach nochmal im Blick zu behalten. Da sind ganz, ganz viele spannende Partnerländer außerhalb der Europäischen Union mit dabei. Das wird manchmal in unserer innereuropäischen Debatte, also innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, so ein bisschen übersehen. Da haben wir große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, haben immer aber noch Umsetzungsfragen. Also in einigen Staaten, die beispielsweise bei der Anerkennung, Qualitätssicherung noch nicht die Kernpunkte umgesetzt haben. Sehr im Fokus war vor allen Dingen jetzt letzte Woche in der Konferenz, wie wir auch gemeinsame Werte nochmal stärken können. Da geht es ja auch um Themen wie Wissenschaftsfreiheit beispielsweise, auch studentische Beteiligung, Beteiligung der Beschäftigten, wissenschaftliche Integrität und solche Werte. Das sind alles Querschnittsthemen.
Lehrsystemen, die sind jetzt nicht spezifisch für analoge oder digitale Lehre, die aber eine Grundlage dafür sind, dass wir mehr Kontakte miteinander, mehr Austausch nochmal haben können. Es waren viele spannende Hochschulnetzwerke dabei und das war jetzt die Runde eher diese Woche nochmal mit dem DAD der Europäischen Hochschulnetzwerke selbst. Tja, nach Macrons großer Sorbonne-Rede, unsere europäische EU-Initiative gewissermaßen. Da passiert viel Spannendes, auch im Bereich der digitalen Lehre. Wir haben uns vor allen Dingen vorgenommen, viele regulatorische Hürden, die da oftmals noch im Weg sind, mit abzubauen. Da passiert aber viel und ich finde es wirklich sehr inspirierend, wenn man sich anschaut, was da wirklich bottom-up entstanden ist. Im Wesentlichen geht es darum, das noch deutlich auszubauen. Im Kern die regulatorischen Fragen scheinen mir aber unabhängig nochmal von analog oder digital zu sein. Da geht es eher darum, beide Systeme zusammenzudenken, aber vor allen Dingen die Partnerstaaten sehr viel stärker zusammenzubringen. Ich habe noch mindestens zwei Fragen im Chat. Nur kurz der Check. Gibt es im Raum auch eine Frage? Da hinten. Ja, bitte. Ja, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir hier auch einen hochrangigen Vertreter aus der Politik haben. Deshalb muss ich die Chance jetzt nutzen, auch mal eine kritische Frage zu stellen. Sie haben gerade sehr gelobt oder das erkannt, wie wichtig eigentlich die Ausbildung für Deutschland ist. Haben da auch angemerkt, dass wir da von anderen Staaten noch einiges lernen können. Deshalb würde mich interessieren, ob Sie Bildung als Investition sehen und wie das in Verbindung mit der Schuldenbremse steht, die Ihre Partei ja sehr befürwortet. Ja, also erster Teil der Frage natürlich, Bildung ist ganz klar eine Investition, haushaltsrechtlich leider nicht. Das ist ein Thema, an dem man schon noch arbeiten muss. Haushaltsrechtlich zählt es leider nicht dazu, aber in der Sache ist es natürlich eine absolute Investition, wenn wir als Land, egal ob jetzt auf kommunaler Bundesländer oder auf Bundesebene nicht in Bildung investieren, dann werden wir als Land, was nicht von Bodenschätzen lebt, sehr in die Röhre schauen. Ich sage gleichzeitig aber dazu, ist keine reine finanzielle Frage. Also in Deutschland sind gesamtstaatlich die Bildungsinvestitionen in den letzten Jahren deutlich, deutlich nach oben gegangen. Die Ergebnisse insbesondere im schulischen Bereich, trotz zusätzlicher finanzieller Mittel, aber rapide nach unten. Also gab Effekte, die andere Länder auch haben, Schulschließungen während der Corona-Pandemie etc. Aber trotz immer mehr Mittel im System sind die Ergebnisse PISA-Studie beispielsweise letztes Jahr deutlich schlechter geworden. Eine Erkenntnis, und ich bin viel auch im Ausland unterwegs in den besten Bildungssystemen, um auch zu lernen, was machen die besser. Eine Erkenntnis ist, dass wir in Deutschland sehr viel stärker schauen müssen, dass wir auch mit vorhandenen Mitteln einen größeren Impact erreichen. Und das ist der Grund, wieso wir beispielsweise mit dem Startchancenprogramm, das geht ja jetzt, Bund und Länder haben sich da geeinigt, in diesem Sommer an den Start die ersten 2000 Schulen, da sehr viel genauer zu schauen, was sind die Empfehlungen der Wissenschaft, zielgerichtet an den Schulen mit den größten sozialen Benachteiligungen reinzugehen, sehr viel stärker daten- und evidenzbasiert zu arbeiten, eine sehr viel stärkere Erfolgskontrolle von Maßnahmen, das gehört wirklich mit dazu. Also insofern, ich kämpfe jeden Tag für, sind ja gerade auch in Haushaltsaufstellungsverfahren fürs nächste Jahr. Ich kämpfe jeden Tag von morgens bis abend für jeden Euro, den wir mehr für Bildung investieren können. Gleichermaßen der Impact, da haben wir aber auch viel Luft nach oben. Letzter Teil der Frage nur zur Schuldenbremse. Es mangelt auch in Deutschland nicht an Einnahmen. Die sind staatlich, gesamtstaatlich und auch auf Bundesebene in den letzten Jahren immer weiter nach oben gegangen. Da haben wir eher eine politische Auseinandersetzung, wie es uns denn gelingen kann, einen deutlich größeren Anteil dessen, was wir gesamtstaatlich zur Verfügung haben, in gerade diese Zukunftsthemen zu investieren. Und das ist die gemeinsame Aufgabe, die wir haben. Und zum Thema Impact, wir haben ja zwei Beispiele hier mit der Stiftung einerseits und im Hochschulforum Digitalisierung andererseits, wo wir ja genau diese Hebel in Bewegung setzen. Da sind noch sehr viele Fragen. Vielleicht schaffen wir noch zwei, drei im Schnelldurchlauf. Ich schau mal. Ja. Studierende sind inzwischen häufig viel kompetenter als ihre eigenen Lehrenden. Wie könnte diesen Kompetenzen stärker genutzt und entwickelt werden? Die Frage kommt von Studierenden, oder? Also ich bin generell dafür, aber nochmal, da bin ich eigentlich seitens der Bundesregierung jetzt nicht derjenige, der Ihnen erklären kann, wie gute Lehre funktioniert. Dafür gibt es Bildungswissenschaft und Praktiker, die da gut zusammengebracht werden sollen. Übrigens, das ist jetzt eher schulischer Bereich als Hochschulbereich, aber mit den Kompetenzzentren Lernen digital schließen wir ja genau diese Lücke, die Bildungswissenschaft und die Lehrkräfte aus- und Weiterbildungspraxis endlich mal miteinander zu verzahnen.
Das würde ich auch im Hochschulbereich immer empfehlen und da tatsächlich offen ranzugehen. Also mit neuen Lehrformaten, aber das erleben Sie ja an vielen Ihrer Hochschulen. Sie sind ja deshalb hier, weil Sie diese Themen ja aktiv vorantreiben, gemeinsam einfach Dinge neu auszuprobieren, sich auch ein Stück weit auf einzulassen darauf, dass man neue Formate ausprobiert, wo man vorher nicht weiß, was rausgeht. Und das funktioniert am besten, wenn man neue Ideen auch der Studierenden nicht von vornherein abbügelt, sondern auch mit aufnimmt. Am Ende ist aber ein gegenseitiger Dialog. Also ich würde jetzt nicht per se unterstellen wollen, dass Studierende immer alles besser wissen als Lehrende. Umgekehrt ist es aber auch nicht immer alles genau andersrum. Am besten ist es dann, wenn beide zusammenarbeiten und voneinander lernen. Zwei Fragen kann ich zusammenpacken. Und zwar Kevin Saukel möchte wissen, wie möchte das BMBF sicherstellen, dass die Hochschulen innovationsfähig in der KI-Entwicklung und Auseinandersetzung bleiben und nicht der Industrie und den kommerziellen PartnerInnen aus dem US-amerikanischen Bereich hinterherhängen? Das passt sehr gut auch zu der Frage von Gabriela Fernandes. Planen Sie ein bundesweites, nicht kommerzielles KI-Angebot für Bildungseinrichtungen? Also wir haben eine ganze Reihe an Themen, KI in der Hochschulbildung, übrigens auch eine Bund-Länder-Initiative, die ja genau das, gibt es übrigens länger als ChatGPT und Co., also das ist jetzt keine ganz neue Erfindung, sind wir ein paar Jahre länger schon unterwegs, aber wo wir klaren Fokus drauf legen, die strategische Peer-to-Peer-Beratung habe ich ja eben übers Hochschulforum schon genannt, gibt etliche Initiativen, teils mit den Ländern zusammen, teils sind es einzelne Projektförderungen, also wir sind da an vielen, vielen Stellen mit unterwegs. Ich finde es aber darüber hinaus schon auch wichtig, sind ja manchmal die Forderungen, lasst uns jetzt für jede Herausforderung nochmal einen neuen Bundestopf da aufstellen. Wir haben uns ja bewusst entschieden, auch in dieser Legislaturperiode einen Großteil des Geldes, was wir übrigens an anderer Stelle im Bundeshaushalt erstmal zusammenstreichen und kratzen mussten, in den Zukunftsvertrag Studium und Lehre zu investieren, der jetzt nochmal über den Anstieg, der in der letzten Legislaturperiode schon beschlossen wurde, hinaus nochmal deutlich dynamisiert wird. Insgesamt sind das 700 Millionen Euro, die den Hochschulen dann von Bund und Ländern nochmal zusätzlich für die Lehre zur Verfügung stehen. Allein bundesseitig über 2 Milliarden Euro, die wir trotz reiner Länderzuständigkeit da reingehen. Das ist jetzt Geld, wo wir aus guten Gründen nicht kleinteilig vorschreiben, welche Euro dafür jetzt für welches digitale Endgerät genutzt wird. Das gehört zur institutionellen Hochschulautonomie mit dazu. Mein klarer Appell, und entsprechend, das haben wir in den Verträgen ja auch hinterlegt, an die Hochschulen ist aber dieses Geld, was der Lehre an den Hochschulen zur Verfügung steht, natürlich auch für solche innovativen Dinge mit zu nutzen. Und ich weiß, dass da an vielen Stellen auch im Bereich KI, wir sind ja über unsere bundesweiten Initiativen sehr eng damit vernetzt, Sie kriegen ja hier auch vieles mit, auch einiges angestoßen wird. Aber am Ende wird es nur funktionieren, wenn nicht wir, also das Ministerium wird in den Fragen, wie funktioniert KI in der Hochschullehre, nie innovativer sein als Sie vor Ort. So gut unsere Leute sind, und da haben wir wirklich gute Leute auch bei uns im Ministerium, es ist gut, dass wir da ein dezentrales System haben. Eine Frage kriege ich noch unter. Sie kommt nicht aus dem Team, muss ich dazu sagen. Wann kommt die Verstetigung vom HFD? Die letzten 10 Jahre zeigen doch, dass das Thema Digitalisierung nicht mehr weggeht. Ja, das Thema Verstetigung ist haushaltsrechtlich ja immer eine ganz, ganz schwierige Frage. Auch grundgesetzlich übrigens an vielen Stellen. Deshalb sage ich mal sehr, sehr klar, auch seitens der Bundesregierung, also zum einen wäre ich nicht hier, wenn ich nicht die Arbeit des Hochschulforums Digitalisierung und auch der Stiftung IDL nicht wirklich hervorragend wäre. Gibt ja viel Konkurrenz im Kalender. Ich bin bewusst auch hier bei Ihnen vor Ort, um das zu stärken. Und zum anderen kann ich Ihnen mitgeben, dass nicht nur seitens der Bundesregierung, sondern auch seitens der Fraktionen im Deutschen Bundestag jetzt auch wirklich partei- und fraktionsfarben übergreifend sowohl die Stiftung als auch das Hochschulforum wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Also vor dem Hintergrund bin ich mal zuversichtlich, dass das auch eine gewisse Priorisierung in aktuellen und künftigen Haushaltsaufstellungen finden wird. Da wir mitten in der Haushaltsaufstellung derzeit aber noch sind, werde ich das Ergebnis natürlich erst dann verkünden können, wenn es auch im Kabinett und am Ende im Bundestag beschlossen ist. Aber das Signal ist hoffentlich deutlich. Das Signal ist deutlich. Das ist doch ein kleiner Applaus wert. Ja. Und das Wunderbare ist, wir haben natürlich auch alles 2 Wochen nochmal zum Nachschauen und Nachhören auf YouTube, für immer verewigt. Genau. Sie haben jetzt unterstellt, dass wir in 2 Wochen schon einen fertigen Haushalt haben. Ja. Ich mag Ihren Optimismus. Genau, ich glaube, wir haben tatsächlich fast alle Fragen geschafft. Daher vielen Dank, dass wir hier diesen schnellen Ritt mit Ihnen machen Danke dürfen. Danke auch. Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil, auf den wir uns alle schon freuen, nämlich die Zertifikatübergabe der Peer-to-Peer-Beratung. Wir rufen Sie einfach einzeln nach vorne. Ich gebe Ihnen auch noch mal kurz ein Mikro. Oder ach so, denn das halte ich den. Ja, Sie haben ja eins, genau. Ich halte es dann unseren Awardees, sozusagen in Anführungszeichen, unter die Nase. Als allererstes begrüßen wir gleich die Hochschule Karlsruhe. Bei der ging es in der Beratung vor allem um die Potenziale der digitalen Lehre für die Hochschule Karlsruhe und wie man eine attraktive Lehre und Studienbedingungen gestalten kann. Das Zertifikat übernehmen Professor Rainer Neumann, Vizepräsident für Studium und Lehre, und Martin Mandausch, Teamleitung Digitalisierung in der Lehre beim Zentrum für Lehrinnovation. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Genau, die gehört Ihnen. Einmal gemeinsam in die Kamera lächeln, ja. Und zwar von diesen Kameras. Einen Schritt nach vorne noch, oder? In welche Kamera lächeln wir? Bei hier, genau, da. In die gleiche. Wunderbar, vielen Dank. Haben Sie noch eine Frage? Dann nehme ich das Mikro, doch, genau. Ja. Vielen Dank. Ich hätte tatsächlich eine Frage und die Zeit haben wir ja noch. Sie haben den Prozess ja jetzt mal so durchgemacht und ich weiß von anderen Hochschulen, die noch nicht so weit sind und wo solche Diskussionen ablaufen. Mich würde mal interessieren, ob Sie eine Botschaft an diejenigen haben, die im Moment noch überlegen, ob sich das Ganze lohnt. Ach, ich muss das Mikro anschalten, das war mein Fehler. So, eine Sekunde. Jetzt. So, Test. die Antwort ist, natürlich lohnt sich's. Also es lohnt sich deswegen, weil wir in den Hochschulen immer punktuell gute Lösungen haben für verschiedene Dinge. Ich glaube, jede Hochschule entwickelt sich da in den neuen Techniken, jede Hochschule denkt sich eigene Lösungen aus. Aber das Wichtige ist, dass in so einer Peer-to-Peer-Beratung beispielsweise sich Netzwerke bilden, die über dieses reine Projekt raus bestehen bleiben. Und wir kriegen nur dann, wenn wir Best Practices haben, im Prinzip auch diese Digitalisierung umgesetzt, weil alleine kämpft man immer mit bestimmten Hürden in der Hochschule, dann ist es gut, jemanden zu haben, der sagt, bei uns hat es geklappt und zwar so. Ja, vielen Dank. Danke. Bleiben Sie gerne bei uns auf der Bühne, dann machen wir nachher noch ein Abschlussfoto. Als nächstes haben wir auf der Bühne die Technische Universität Hamburg. Hier ging es in der Beratung vor allem um die Lehre durch die strukturelle Verankerung und Förderung des Kulturwandels zukunftsfähig zu gestalten und um die Verbesserung der Studieneingangsphase für eine heterogene Studierendenschaft durch Flexibilisierung der Lehre. Und auf der Bühne begrüßen wir Professor Wolfgang Kersten, Vizepräsident Lehre, und Stefanie Wichmann, Fachreferentin Mediengestütztes Lehren und Lernen. Herzlich willkommen. Genau, einmal für Sie. Und erst das Foto gemeinsam zu dritt. Genau, ein bisschen genau. Wieder zu dem Kameramann in der Mitte schauen, im blauen Hemd. Wunderbar, das war das Foto. Gerne. Ja, vielen Dank. Ich fand ja schon spannend, ist erstmal eine lange Formulierung, auch Flexibilisierung nochmal in vielen Bereichen, gerade die Studieneingangsphase. Sie haben ja durchaus ein paar Schwerpunkte gesetzt. Jetzt so eine Peer-to-Peer-Beratung hat ja naturgemäß manchmal in sich, dass manche Dinge anders rauskommen, als man sie vorher denkt und vielleicht auch erwartet, was da rauskommt. Was war denn für Sie eigentlich so, haben Sie so ein Beispiel, was so besonders überraschend war, wo Sie anders geplant hätten am Anfang und sagen, nee, durch die Peer-to-Peer-Beratung haben wir vielleicht nochmal komplett umgesteuert oder komplett neuen Fokus gesetzt. Gab es sowas bei Ihnen? Also ich glaube, sowas gibt es immer bei solchen Prozessen. Das Besondere an solchen Peer-to-Peer-Beratungen ist ja, dass man wie ein Brennglas quasi die Sichtweise auf die vorhandenen Dinge legt. Natürlich waren wir überall auf dem Weg, aber wir haben viel dazugelernt und haben zum Beispiel gesehen, das war für mich sogar auch ein bisschen überraschend, ganz klein angefangen, dass wir das Verständnis von Digitalisierung, was heißt Digitalisierung in der Lehre, dass wir da erstmal ein gemeinsames Verständnis erarbeiten müssen, auf dem wir weiterarbeiten können. Mein persönliches Bild dazu ist, Digitalisierung in der Lehre bedeutet ja eigentlich, das ist wie ein Blumenstrauß. Ja? Also es kommen immer wieder neue Sachen dazu und jeder sieht irgendwie einen anderen Blumenstrauß vor sich und daraus was Produktives zu machen, das ist ein wichtiger Punkt und das haben wir gelernt und auch gelernt aus dem Ganzen, dass wir das durchaus organisatorisch nicht nur freilaufen lassen können, die Kolleginnen und Kollegen sind ja unglaublich kreativ, aber dass wir es auch ein bisschen organisatorisch zusammenbinden müssen, damit ein großes Ganzes, funktionierendes großes Ganzes hinterher dabei rauskommt. Also das war für uns eine ganz wichtige Erkenntnis neben vieler anderen. Also ich kann nur sagen, für uns hat es sich wirklich gelohnt. Das freut mich. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Dankeschön. Oder bleiben Sie auch bei uns.
Als nächstes auf der Bühne haben wir die Technische Universität Bergakademie Freiberg, die TUBAF. Und zwar haben die zu zwei Punkten gearbeitet, nämlich die strategische Weiterentwicklung der Digitalisierung in Studium und Lehre und Rolle der virtuellen Fakultät. Jetzt TUBAF Digital an der TUBAF. Herzlich willkommen, Willem Zank, Referent Advisor TUBAF Digital. Genau. Ich nehme Ihnen für das Foto das Mikro ab. Genau, der Herr im blauen Hemd. Ja, vielen Dank. Ich habe ganz konkrete Frage. Was ist denn die virtuelle Fakultät der TUBAF? Das ist eine gute Frage, weil dank der Peer-to-Peer-Strategie nichts mehr. Wir sind nämlich jetzt TUBAF Digital, weil wir sehr gute Hinweise bekommen haben, dass wir eher als eine Supportstruktur agieren sollten und da uns einfach komplett umfirmiert und auch einfach neu aufgestellt haben. Also wir haben schon ein Item aus dem Actionplan umgesetzt und deswegen eben nicht mehr virtuelle Fakultät, sondern TUBAF Digital. Haben Sie da ein Beispiel? Vielleicht wir sind auch hochschulrechtlich keine Fakultät. Wir haben keinen Dekan, wir haben keine Lehrenden. Ja. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass unsere tollen Lehrenden der anderen sechs Fakultäten uns zuarbeiten, uns helfen, virtuelle Angebote zu schaffen. Und dann ist es auch im Namen einfach schöner, wenn man sagt, wir sind nicht auf eurer Ebene, wir brauchen euch, wir arbeiten gemeinsam an dem Thema und deswegen ein neuer Name, der auch besser zu unserer Arbeit passt. Ja, super. Vielen Dank. Sehr schön. Genau. Sieht mal, was für einen Unterschied die Beratung auch am Ende machen. Ich finde so Prozesse sehr spannend, wirklich. Ja, da kommen bestimmt noch gute Beispiele. Hinter der Kulisse wartet zum Beispiel auch die Universität der Künste Berlin. Hier ging es um die Internationalisierung der Hochschule durch virtuelle Angebote und Diversität der Studierendenschaft und Kooperationsinteressierten durch virtuelle Öffnung von Hochschulangeboten. Auf der Bühne gleich Professor Norbert Pfalz, Präsident der UdK, und Anne Renner, Referentin für strategische Projektentwicklung in der Stabsstelle Strategie und Hochschulpolitik. Herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Hallo. Genau, das geht. Gerne in die Mitte der Bühne für das Foto. Weiter vorne, genau. Noch ein bisschen. Ja, so wunderbar. So Prozesse sind ja manchmal ein bisschen ruckelig, überall da, wo Innovation stattfindet. Gab es denn bei Ihnen besonders große Herausforderungen oder Hürden, die Ihnen besonders schwer gefallen sind? Und wie sind Sie damit umgegangen vor allen Dingen? Nee, die Hürden fanden eigentlich schon zu Corona-Zeiten statt. Wenn Sie sich vorstellen, künstlerische Ausbildung im digitalen Raum zu übersetzen, ist natürlich für alle sehr, sehr schwierig, die eigentlich körperbasiert arbeiten oder raumbasiert arbeiten. Wir haben aber das immer als eigentlich eine Chance gesehen, die Hochschule wirklich ins 21. Jahrhundert zu katapultieren und haben uns da wirklich auch angestrengt, auch diese Prozesse künstlerisch auszudeuten. Das heißt, in welchen Schnittstellen, in welchen Räumen agieren wir hybrid? Und in dem Kontext hat sich die Schule darauf eingestellt und, denke ich, auch schaut in eine sehr interessante Zukunft, so dass wir gar nicht mehr über Hürden reden, sondern eigentlich über neue Projekte, die sich entwickeln können, die durchaus dann auch, was das empathische Erleben im Digitalen vermittelt, über Schnittstellen, auch Erkenntnisse liefern in ganz normalen Kontexten außerhalb des Künstlerischen. Also da sind wir wirklich auf einem ganz tollen Weg und wir haben dadurch auch, eigentlich auch durch die Peer-to-Peer-Beratung, auch Menschen aus unserer Hochschule zusammengeholt. Und das war irgendwie beeindruckend, wie konstruktiv und inhaltsgeleitet die alle diskutiert haben und das auch mit den Kollegen von außerhalb getan haben. Also war großartig und ist großartig. Wunderbar, noch viel Erfolg damit mit dem Erarbeiteten. Ich glaube, wir müssen langsam zusammenrutschen, denn wir sind erst bei der Halbzeit. Das heißt, da kommen noch einige dazu. Von der Goethe-Universität Frankfurt am Main haben wir gleich VertreterInnen auf der Bühne. Hier ging es um Schwerpunkte der Beratung, Ausbau von Governance-Strukturen und Prozessen für die digitale Lehre. Gleich auf der Bühne Ulrich Schielein, Chief Information Officer und Vizepräsident für alle Fragen zu IT und Digitalisierung und Dr. Rebecca Kahl, Projektleitung Ginkgo und stellvertretende Büroleitung. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist er schon. Auch wieder den Schritt in die Mitte der Bühne für das Foto und gerne einen Schritt nach vorne. Ja,
Ja, vielen Dank. Sie haben ja allein im Titel schon die Governance-Strukturen und die Prozesse sehr im Fokus. Das ist vielleicht nicht das allererste, wenn sich Hochschullehrende mit Lehrer auseinandersetzen, was Ihnen vielleicht als allererstes einfällt. Was werden jetzt so, nach dem, was Sie im Prozess erlebt haben, bei Ihnen jetzt auch umsetzen? Haben Sie da vielleicht einen Tipp oder eine Erkenntnis, die Sie vielleicht denjenigen, die sich auf den Weg ohne machen, jetzt erstmal eingreifen zu wollen? Wir geben doch auch mal der Dame das Mikro in die Hand. Genau. Die Pläne hätte ich gerne den CIO erläutern lassen. Ja, also wir sind dabei, eine Digitalstrategie zu entwickeln. Und wir haben ja die Besonderheit, dass wir den CIO haben an der Seite von einer Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Und so können wir eben Infrastruktur und Lehrqualität eben eng miteinander verzahnen und da dann auch Synergien schaffen und alles. Vielleicht ganz konkret, was wäre so eine Synergie, dass man sich mal praktisch vorstellen kann? Also ich kann vielleicht ergänzen. Ja. Also wir haben durch die P2P-Beratung festgestellt, dass wir schon viele gute Sachen entwickelt haben. Aber die Goethe-Uni ist natürlich sehr groß und sehr heterogen. Und wir haben durch den Einsatz eben der P2P-Berater Maßnahmen entwickelt, wie man diese innovativen Lehr-Lernmodelle dann auch in die Fläche bekommt. Welche Hebel existieren, um dann so mal Themen wie Kommunikation, Early Career Research mit einbinden, Zielvereinbarungen nutzen, um diese Methoden dann auch entsprechend in die Lehre zu bekommen. Also das war so die wichtigste Erkenntnis. Ja. Vielleicht lassen Sie mir noch die Gelegenheit geben, auch im Namen aller Universitäten, die hier sind, mich zu bedanken beim Hochschulforum Digitalisierung, Team von Oliver, Barbara, das ist immer jedes Mal ein toller Einsatz, auch bei den Peers, auch bei allen, die da mitgewirkt haben. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr das mit solcher Leidenschaft jedes Mal macht. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ja. Vielen Dank. Als nächstes auf der Bühne die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Hier ging es um Visionsentwicklung für die digitale Lehre an der KU Eichstätt-Ingolstadt und Ableitung einer passenden Digitalisierungsstrategie und Governance. Gleich auf der Bühne Professor Klaus Meyer, Vizepräsident. Digital zugeschaltet. Entschuldigung, nicht auf der Bühne. Professor Klaus Meyer, Vizepräsident für Studium und Lehre. Professor Meyer, hören Sie uns. Ja, schönen guten Abend von Eichstätt nach Berlin. Hallo. Wunderbar. Ah ja, hier hinter uns haben wir Sie. Genau. Da, wie machen wir das mit dem Foto? Wir arrangieren uns kurz. Soll ich einmal hier so? Genau. Wir halten. Ja. Das Foto haben wir. Sehr schön. Welche Frage haben wir für Herrn Meyer? Ja, ich hätte tatsächlich vor allen Dingen die Frage, wir haben ja eben am Rande schon ein bisschen drüber gesprochen, es sind ja manchmal so Prozesse, Digitalisierung, kommt erstmal viel Wirbel und viele Dinge muss man oder will man anders machen als bisher. Jetzt ist natürlich so eine Hochschule immer, ich sag mal, eine große Organisation mit vielen Menschen und nicht alle wollen am Anfang mitziehen. Gerade die Frage, wie überzeugt man denn dann alle? Mich würde interessieren, wie war Ihre Erfahrung und vielleicht auch verbunden auch hier mit einer Empfehlung für all diejenigen, die den Prozess noch vor sich haben, was würden Sie jetzt als Learning mitgeben, um tatsächlich am Ende alle an Bord zu haben? Ja, in der Tat ist uns erst durch die Beratung bewusst geworden, dass wir ein wahnsinnig breites Spektrum haben. Wir haben einerseits halt Leuchtturmprojekte, auch damals schon gehabt, der Digitalisierung, aber eben auch viele skeptische Kolleginnen und Kollegen aus der Erfahrung der Corona-Zeit. Wie bringt man das zu einer gemeinsamen Strategie und wie motiviert man eine breite Masse, auch Digitalisierung einzusetzen und Präsenzlehre zu ergänzen? Wir haben eine Reihe von Workshops gemacht, wir haben Projektgruppen zusammengesetzt, wir haben einen Tag der Hochschullehre nur zu diesem Thema gemacht, wir haben Best-Practice-Beispiele auch vorgestellt, auch in Newslettern vorgestellt. Und Bilanz heute ist, denke ich, dass wir schon einen großen Schritt nach vorne gekommen sind und dass es irgendwie so ein Selbstverständnis inzwischen hat, was wir unter Digitalisierung verstehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Meyer. Dankeschön. Vier Zertifikate hat Barbara, glaube ich, noch in der Hand, wenn ich richtig zähle. Das nächste geht an die Universität Hildesheim. Hier ging es um die Erhöhung des Studienerfolgs unter besonderer Berücksichtigung der zunehmenden Diversität der Studierendenschaft und die Förderung digitaler und transformativer Kompetenzen als Future Skill bei Studierenden und Lehrenden. Bei mir auf der Bühne Professor Jürgen Sander, Vizepräsident für Studium, Lehre, studentische Belange und Digitalisierung und Birgit Oelker, Geschäftsstellenleitung Zentrum für digitalen Wandel. Hallo. Genau, wir können noch einen Schritt nach vorne. Schön. Und ich gebe Ihnen auch direkt das Mikro in die Hand. Müssen wir erstmal ein Foto machen. Ach, das stimmt, das Foto, ja, genau. Gut, dass wir jemanden haben, der aufpasst.
Ja, vielen Dank. Sie haben ja schon bei der Beschreibung der Schwerpunkte die Studierenden gleich zweimal direkt beim Namen genannt. Eben hatten wir es ja auch am Anfang mit davon. Wie waren denn bei Ihnen die Studierenden eingebunden? Welche Rolle haben die letztendlich gespielt in diesem gesamten Prozess? Wir haben versucht, die Studierenden direkt in das Projektteam mit zu integrieren, sind da in einem engen Austausch und wir haben zudem noch ein großes Digitalisierungsprojekt in Studium und Lehre an unserer Universität, wo wir auch versuchen, über Learning Lotsen das Sprungbrett in die Studierendenschaft zu bekommen und haben, glaube ich, über diese Möglichkeit, in dem Projektteam mitzuwirken, eine gute Beteiligungsmöglichkeit. Darüber hinaus haben wir an unserer Universität angesiedelt bei Herrn Sander als Vizepräsidenten eine AG-Stube, also eine AG für studentische Belange. Und da kann man sich zweimal im Monat sozusagen auch austauschen auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene. In unserer schönen neuen Mensa besteht da der Austausch zwischen dem Präsidium und den Studierenden. Und das alles haben wir dann versucht, auch in den Prozess zu integrieren und die Studierenden darüber zu beteiligen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich nehme Ihnen das Mikro wieder ab. Genau, sehr schön. Als nächstes auf der Bühne die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg. Ihr ging es um partizipative, statusgruppenübergreifende Weiterentwicklung einer Digitalisierungsstrategie in Studium und Lehre. Auf der Bühne Gloria Korn, Forschungsförderungsstelle. Von der Forschungsförderungsstelle, genau. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Das ist für Sie. Ja, vielen Dank. Glückwunsch erstmal, wie wir allen anderen auch. Und ich hätte jetzt vor allen Dingen die Frage, Sie haben ja jetzt einen Prozess abgeschlossen, erstmal mit der Peer-to-Peer-Beratung, aber Digitalisierung hört nicht auf, die gesamte Innovation hört nicht auf, es geht ja irgendwie weiter. Was würden Sie denn jetzt so als die nächsten 2, 3 Schritte sehen, jetzt wo Sie die Peer-Beratung hinter sich haben, was jetzt als nächstes ganz oben bei Ihnen auf der Agenda steht? Also was bei uns ganz oben auf der Agenda steht, ist gerade mit der, also die AG Digitalisierung, die sich gebildet hat. Und da sind wir gerade dabei, ein Curriculum für die Studierenden zu entwickeln, um einfach die Digitalkompetenz zu stärken und aufzubauen für die Studierenden, dass die das dann, also wir, unsere Lehramtsstudierenden vor allem, dann später in die Schulen tragen können und den Schülern und Schülerinnen da was beibringen können. Und auch, aber auch die Studierenden, das Thema hatten wir ja vorher auch schon, selber zu E-Tutoren auszubilden und E-Tutorinnen, die dann auch in der Lehre unterstützen können und da einfach den Lehrenden, aber auch den Studierenden unter die Arme greifen, wenn es Probleme gibt. Genau, und den Ausbau, den weiteren Ausbau unserer Stabstelle, Digitalisierung, die heute leider nicht da sein kann. Deswegen bin ich heute da. Genau, das sind jetzt unsere nächsten konkreten Punkte, und die wir in Angriff nehmen, um sie versuchen, so schnellstmöglich umzusetzen, wie es geht. Ja, vielen Dank. Wir drücken kräftig die Daumen weiter. Damit haben wir schon alle Hochschulen auf der Bühne. Es fehlen aber natürlich noch 2 Fachbereiche. Speziell im Maschinenbau war das. Die TU Berlin mit der Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme. Hier ging es um Kompetenzprofile und Kompetenzorientierung für den Maschinenbau, Begleitung bei der Erarbeitung von Maßnahmen hin zu einer Digitalisierungsstrategie für die Studiengänge des Maschinenbaus. Und auf der Bühne mit uns Professor Henning Meyer aus der Fachgebietsleitung. Herzlich willkommen. Glückwunsch. Gerne noch einen Schritt nach vorne in die Mitte für das Foto. Bitte sehr. Danke. Ja, mich würde mal interessieren, Sie haben natürlich jetzt in diesem sehr technischen Bereich Maschinenbau, da liegt natürlich so die Technologie nicht weit entfernt. Mich würde jetzt als Sozialwissenschaftler, der also und Volkswirt in einem ganz anderen Bereich akademisch geprägt, mich würde mal interessieren, wie erleben Sie es insbesondere im Maschinenbau? Was sind dann eigentlich so die Dinge, wenn Sie sagen, Sie wollen auch digitale Lehre vorantreiben, das innovativer machen? Was sind eigentlich so die Hauptpunkte, wo Sie mal wirklich vielleicht auch gegen Widerstände mal diskutieren mussten? Dürfte ja vermutlich weniger die Technologie als solche gewesen sein.
Also wenn es konkret um Lehrformate geht im digitalen Bereich, dann ist es tatsächlich die größte Herausforderung aus unserer Erfahrung jetzt, dass wir auch die jungen Leute erreichen. Also es ist sehr heterogen geworden. Wir haben auf der einen Seite die Studierenden, die gern in Präsenz zur Universität kommen, den persönlichen Kontakt für ausgesprochen wichtig erachten. Und wir haben aber auch die andere Gruppe, die gerade hier in Berlin, Sie wissen, die Mieten und alles wird teurer, Lebensunterhaltungskosten sind hoch, dass viele arbeiten und das versuchen nebenbei zu machen. Das ist natürlich eine Herausforderung in der Lehre, zu versuchen, allen Seiten gerecht zu werden. Also wenn, dann ist das der Hauptwiderstand. Die Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich nicht das Problem, sie davon zu überzeugen, sich auch in dem Bereich zu engagieren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Meyer. Schön, Sie da zu haben. Das ist die letzte. Und dann haben wir noch ein Zertifikat und das geht an den Fachbereich Produktionstechnik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Uni Bremen. Hier ging es um digitale Kompetenzen von MaschinenbauerInnen vor dem Hintergrund des digitalen Wandels und die Studiengangsentwicklung Integration digitaler Kompetenzen in das Maschinenbaustudium. Mit uns auf der Bühne Professor Kirsten Tracht. Erst das Foto. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die so ein paar der Vorfragen zusammenfasst so ein bisschen. Mich würde jetzt mal, Sie haben gewissermaßen das Schlusswort dann seitens der Hochschulen noch, mal interessieren, was wäre denn bei Ihnen ohne die Peer-to-Peer-Beratung völlig anders gelaufen? Wir sind schon jetzt viele Jahre im Bereich Digitalisierung unterwegs und das gilt für die TU Berlin auch. Wir haben ja den sozusagen Doppelschlag. Wir haben einmal digitale Lehre, wir haben aber vor allen Dingen digitale Inhalte ja als Inhalte in der Lehre. Das führt dazu, dass unsere Studierenden nicht so viel Berührungsängste haben mit den Tools. Das ist, glaube ich, die Erleichterung. Auf der anderen Seite müssen wir sie viel stärker reindrängen, zu verstehen, was dahinter passiert oder auch nicht passiert. Und wenn wir in Automatisierung denken, gehen wir natürlich noch in eine ganz andere Dimension rüber. Und das, was wir alle haben, ist die Frage, wie machen wir die Balance? Wovon, wie viel? Und da war die Peer-to-Peer-Beratung extrem hilfreich, weil wir mit Berlin dann in die Diskussion gegangen sind, weil die Unsicherheit ist ja überall zurzeit da. Wir können jede Stunde nur einmal mit Inhalt belegen. Wo legen wir unseren Schwerpunkt drauf? Was sind die Enabler, mit denen die Studierenden in 30, 40 Jahren dann immer noch die nächsten Entwicklungen weiter vorantreiben können? Und ich glaube, das ist sehr hilfreich hier im Peer-to-Peer, dass wir da eine Gesprächsbasis haben, um auch so uns heranzutasten und abzuwägen und abzusichern, dass wir auch, was wir im Maschinenbau sehr lange hatten, wir hatten eigentlich einen Konsens, was ein Vordiplom beinhaltet. Das ist mit Bachelor, Master uns gewaltig um die Ohren geflogen, weil jeder sich woanders hin bewegt hat. Und in dem Kontext können wir wieder einen gewissen gemeinsamen Standard anfangen zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich für die Ingenieure, für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, mit den nächsten 30, 40 Jahren haben Sie ja wirklich einen guten Zeitraum zum University Future Festival. Ja. Ist immer gut, wenn man tatsächlich auch wirklich weit in die Zukunft mitschauen kann. Großartig. Wir sind schon am Ende der Verleihung der Zertifikate. Wir wollen natürlich noch mit allen ein großes Gruppenfoto zusammen machen. Das heißt, wir rutschen noch ein kleines bisschen zusammen. Gerne einen großen Schritt wahrscheinlich in die Mitte kommen, dass wir Sie hier nicht hinter dem Pult verstecken. Vielleicht eine zweite Reihe bilden, das ist eine gute Idee, genau. Wenn ich Sie noch in die zweite Reihe bitten darf. Und dann machen wir ein schönes und vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne ins Licht, genau. Ja. Ach, vor das Pult einfach, genau. Sonst, ja, gehen Sie gerne. Wunderbar. So. Genau, wir schauen alle in die gleiche Kamera, wieder zu unserem Fotografen in der Mitte im blauen Hemd ganz hinten. Noch optimistischer. Wir haben uns natürlich was einfallen lassen, um Sie nächstes Jahr wieder hier auf der grünen Bühne begrüßen zu dürfen. Wir haben noch weitere Hochschulen in der Beratung aktuell, gerade zum Beispiel für die Humanmedizin. Die dürfen wir dann vermutlich nächstes Jahr beim UFI auf der Bühne haben. Und danach wissen wir auch schon, dass es zu den Naturwissenschaften gehen wird. Also die Beratung läuft weiter. Man kann sich natürlich auch bewerben, wenn das gerade das richtige Gebiet und das richtige Thema für einen ist. Also ich glaube, vielleicht haben wir den Link sogar im Chat. Wenn nicht, einfach
einfach googeln, Peer-to-Peer-Beratung beim HFD, da gibt es auf jeden Fall viele Informationen auf der Webseite. Und, Barbara steht neben mir, genau, sie kann es direkt beantworten, wenn wir das Mikro wieder finden, das liegt. Leider hat schon jemand eingesteckt. Okay. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist gerade auch noch ausgeschrieben. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist aktuell ausgeschrieben. Gerne bis zum 28. Juni mit einer Interessenbekundung bei uns bewerben. Mehr Infos gerne direkt über meine Kolleginnen, die sind heute da, oder bei mir, ja, die, an die digitale Welt, gerne E-Mail schreiben. Danke. Ansonsten muss ich sagen, als Moderator habe ich gestaunt. Zum gleichen Thema mehr als 10 authentische Fragen, die alle nochmal neu waren. Respekt. Für das nächste UF hole ich mir Unterstützung bei Ihnen. Das habe ich mir schon in meinem Notizbuch geschrieben. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Danke.